Wir befinden uns nach der Einteilung von Morgan, Marx und Engels vor 35.000 Jahren noch in der Mittelstufe der Wildheit. Der Clan lebt gemeinsam noch in Höhlen. Die Frauen vollführten ihre Kindererziehung und Essensherrichtung vor den gesamten Clan. Sie gehen aber auch mit auf die noch unregelmäßige Jagd, wenn sie keine Kinder mehr bekommen. Die Frauen betreiben auch gemeinsam die Gartenarbeit. Der Garten ist noch keine besondere Freifläche, sondern im Urwald angelegt, in einer Lichtung. Übrigens, etwas ist verkehrt auf der obigen Wanderungskarte des Homo sapiens. Die westlichen südamerikanischen Indianer stammen nicht wie die Inkas von den Asiaten ab, sondern sie stimmen mit ihrer DNA überein mit den Schwarzafrikanern. Die junge Wayuu-Frau, Ling Zhen, aus Venezuela, sieht doch aus wie ein Schwarzafrikanerin. Alle Wayuus sehen eher aus wie schwarze Afrikaner als Inkas oder Asiaten, Link 11. Es gibt auch vor den Mayas die Olmeken, die dort von 1500 bis 400 vor unserer Zeitrechnung lebten. Ein ganzes Volk, das schwarzafrikanisch aussieht. Bei den Olmeken ist das ein starkes Stück, dass die eurozentristischen Archäologen die Würdigung blockieren, dass die Olmeken die Kultur der Mayas beeinflussen. Dass die Olmekenkultur mit ihrer Schrift, den Tempeln und ihren Stelen auf die Maya- und Inka-Kultur abstrahlte, wird von den Eurozentristen bezweifelt. Es darf einfach nicht sein, dass die Weißen von den Schwarzen etwas gelernt und übernommen haben. Die Stelen von denen mit ihrer breiten Nase und ihren vollen Lippen, das ist doch Afrika. Bezweifelt wird auch die Herkunft. Einige Archäologen bezeichnen die Träger der mittelamerikanischen Lavender-Kultur mit Leute aus dem Kautschukland. Aber, Zitat, ihre tatsächliche ethnische Zugehörigkeit ist unbekannt, schreibt das amerikafreundliche Wikipedia-Lexikon. Fertig. Die südwestamerikanischen Indianer werden aber über die DNA als verwandt mit den Schwarzafrikanern ausgemacht. Und dann wird es schon stimmen, dass die Olmeken mit ihren breiten Nasen und dicken Lippen aus dem Kautschukland des brasilianischen Urwaldes kommen. Man untersucht einfach nicht, wie die Schwarzen dahin gekommen sind. Jetzt muss die Geschichte der Menschheit ganz anders neu geschrieben werden. Die letzte Feuerland-Indianerin erklärte in einer Phoenix-Dokumentation, dass bei ihnen früher die Geschichte weitererzählt wurde, dass ihr Stamm vom Süden gekommen ist. Das kann schon sein, denn vor 16.000 Jahren befand sich der Südpol laut einer Phoenix-Dokumentation im Indischen Ozean. Das würde auch erklären, dass die Archäologen in einer Höhle in Brasilien einen 16.000 Jahre alten Fund eines Schädels gemacht haben, älter als die Funde in Nordamerika. Dann wären vielleicht die Homo sapiens sapiens, die in Südafrika schon sehr früh eine Hochkultur haben sollten, über die Antarktis nach Südamerika gewandert. Atlantis ist vielleicht nicht vom Meer überspült worden, sondern vom Eis zugefroren und taut dann 100.000 Jahren wieder auf. Spiegeltitel: Südafrika.
Forscher finden 100.000 Jahre altes Mahlwerkzeug, Länge 12. Also da muss es eine alte Hochkultur gegeben haben. Denn wenn der Mensch schon mahlen kann, dann sind das so wie bei uns höchstens noch 50.000 Jahre. Lass es 70.000 Jahre sein. Aber dann schreiben wir das Jahr 30.000 vor unserer Zeitrechnung. Buchankündigung von Michael Tellinger. Zitat: Die afrikanischen Tempel der Anunnaki. Link 13. Mit über 250 Farbfotos dokumentiert Michael Tellinger Tausende von kreisförmigen Steinruinen, Monolithen, alten Straßen, für den Ackerbau genutzte Terrassen und prähistorische Minen in Südafrika. Er zeigt auf, wie diese 200.000 Jahre alten Städten perfekt zu den sumerischen Beschreibungen von Apsu, dem Land der ersten Menschen, passen, einschließlich der umfangreichen Goldbergaktivitäten der Anunnaki vom 12. Planeten Nibiru und der Stadt von Enki, dem Herrscher der Anunnaki. Er macht uns bekannt mit einem 120 cm großen Fußabdruck sowie dem mysteriösen Boskopfschädel. Indizien dafür, dass es wie in den Schriften beschrieben damals humanoide Riesen gegeben haben muss. Zitat der Buchbesprechung Ende. Da mag ja vieles übertrieben worden sein. Zum Beispiel die Altersangabe, der Göttername oder der Riesenfußabdruck. Und überhaupt wurde nicht wissenschaftlich gearbeitet. Der Göttername ist der der mesopotamischen Götter der Unterwelt. Und da ist Tellinger schon bei Däniken, bei denen die Götter nicht Gebilde der menschlichen Fantasie sind, sondern mit dem UFO direkt, Zitat, vom 12. Planeten Nibiru, Zitat Ende, hierher gedüst sind, um die Menschheit zu versklaven. Also reiner Spinnerkram. Auf so ein absurdes Zeug muss man sich stützen, nur weil die seriöse Archäologie ihre Arbeit nicht gemacht hat. Aber dieses Buch ist immerhin ein Hinweis. Irgendwas muss ja da dran sein. Irgendwie müssen die Schwarzafrikaner nach Amerika gekommen sein. Und wenn das Buch nur zur Folge hat, dass endlich mal die Archäologen ihre Arbeit beginnen, dann war es schon erfolgreich. Die neuen alten Erkenntnisse in Südafrika und bei den Olmeken bedeuten, dass die Zivilisationen in Europa und Amerika von den Schwarzafrikanern ausgehen. Seriöse Archäologen reden zwar auch von einer Hochkultur in Südafrika. Mapungubwe, die frühe Hochkultur Südafrikas, aber erst seit 950 nach unserer Zeitrechnung. Sie müssen in Südafrika aber mindestens vor mehr als 16.000 Jahren eine Hochkultur besessen haben, dass sie mit dem Boot nach Südamerika kamen. Die Überlegung, dass das geschehen ist, haben die Archäologen schon angestellt. Und zwar von der Nordwestküste Afrikas nach Brasilien. Das ist nicht so weit. Hat kürzlich sogar eine Frau mit dem Kanu ganz alleine geschafft. Aber man hat die Diskussion wieder eingestellt, weil die Herrschaften das den Schwarzafrikanern dann doch nicht zutrauen wollten. Nun, dann wären auch die genauen Antarktiskarten des Piereis zu erklären. General in Kairo, 1470 bis 1555, Link 14.
Die Frauen der Homo sapiens kümmern sich wie bei den Primaten um die Kinderaufzucht. Sie hat dadurch natürlich einen hohen Stellenwert. Wie natürlich gewachsen, entstand dadurch auch das Mutterrecht. Da die Frauen auch die Kinderaufzucht betreiben, übernehmen sie also wie natürlich nach Anerkennung durch den Clan den Job des Clanoberhauptes oder der Großfamilie. Das heißt nicht, dass die Frau entscheidet, sondern sie muss nur die Beschlüsse des Clans um- und durchsetzen. Es gibt noch Basisdemokratie. Es gibt noch keine Heirat, sondern meist nur zeitweise Bindung. Diese Art der Zweierbindung kommt noch heute bei dem Volk der Musou in China vor. Link 15. Nur weil hier die Schwere der Flugarbeit bei dem Reisterrassenbau nicht vorkommt, hatten dort die Männer noch nicht die Herrschaft übernommen. Das ist ein Indiz dafür, dass die Revolution der Männer mit ihrer Feldarbeit und der Privatisierung der Äcker zu tun hat. Hier gibt es auch keine Heirat. Der Mann wohnt bei seiner Schwester und übernimmt die Vaterrolle ihrer Kinder. Bei uns wird das Familienoberhaupt gewählt. Wenn ich alt bin, wählt die Familie eine neue Chefin. Das kann meine Tochter sein oder eine Nichte. Natürlich haben meine Kinder einen Vater, aber der gehört nicht zur Familie. Er lebt bei seinen Schwestern und Tanten und kommt nur nachts zu mir. Wir Mossoa nennen ihn Besuchsmann. Ich beneide Eheleute nicht. Die Arbeit, die sich bei uns große Familien teilen, müssen die zu zweit machen. Wir Mossoa-Männer werden respektiert, die Frauen treffen die Entscheidung. Mir gefällt das gut. Natürlich liebe ich meinen Sohn, gehört nicht zu meiner Familie. Später werden meine Neffen und Nichten für mich sorgen und deshalb stehen sie mir näher als mein Sohn. Die Mossoa nennen das Wanderehe. Mitunter hält das ganze Leben. Aber wenn die Frau keine Lust mehr hat, sagt sie dem Besuchsmann, dass er nicht mehr kommen braucht. Dieses System aus der Steinzeit ist viel besser für die Kinder als das der zivilisierten Ehe. Bei einer Scheidung bei uns wird die Familie auseinandergerissen. Und die Kinder werden oft traumatisiert. Bei der Wanderehe hat das Kind viele Onkels und Tanten als Lehrmeister. Das Kind selber sagt zu allen Vater und Mutter, wie Morgan das von den Irokesen beschreibt. Link 16. Wenn in der zivilisierten Ehe der Vater zum Beispiel ein Bildungsmuffel ist, dann lernen die Kinder auch nichts dazu. Ich habe bei Phoenix eine Dokumentation gesehen über brasilianische Urwaldindianer. Ein Junge wurde 14 und bekommt dann sein eigenes Blasrohr zum Jagen. Der beste Blasrohrbauer im Clan hat mit ihm dann eine Woche lang das Blasrohr gebaut und bekam dann lediglich von den Eltern des Kindes das Essen. Kein Geld. Dafür gab es vom Clan die Anerkennung. Die Fertigung war doch ganz schön kompliziert. Heute hätte das eine Woche Facharbeiterlohn gekostet. Vielleicht 1500 Euro. Aber das Geld war einfach nicht notwendig. Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. Mit dem Geld muss er gegen seine Natur kämpfen. Genaueres dazu in dem nächsten Teil über die Barbarei. Der Homo sapiens als einzigste Rasse der Hominiden bis zur Entstehung der Klassengesellschaften, der Städte, der Schrift und des Geldes. Weiter mit Wo kommen wir her? Dritter Teil von 10. Homo sapiens bis zu den Herrschaftsgesellschaften.